Servus, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich bei jedem Tor mein Team upgraden. Das heißt, ein Tor gleich ein Upgrade. Seht ihr diesen Spieler? Dieser Spieler könnte nach einem Tor so aussehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und viel Spaß mit dem Video. Hier ein super gutes Intro. Hier ist mein Starter-Team, liebe Freunde. Wir haben hier nur Silberspieler, bis auf Ali Schalemann. Und ja, das Team muss so sein. Und wenn ich jetzt ein Tor schieße, dann habe ich ein Glücksrad, was die Position auswählt. Und ein Glücksrad, das entscheidet, mit wie viel Coins ich diese Position upgraden darf. Von einem 7,5k-Pack bis zu 1 Million Coins upgrade. Aber ich könnte auch einen Bronzespieler bekommen. Mein Ziel ist es, mein Team innerhalb von 5 Spielen so gut zu machen, dass ich die Weekend League Quali schaffen kann. Denn am Ende werde ich mit dem Team die Weekend League Quali antreten, die entscheiden wird, ob ich an dem Turnier teilnehmen darf oder nicht. Und wenn das Team zu schlecht ist, dann werde ich auf die Nase bekommen. Auf der Bank haben wir Hussein, Windarsch, Nkok, Burj Khalifa, Teufelstop, Dick A und Minji Hoon. Wie soll ich ein einziges Tor in Division 6 mit diesem Team machen? Das wird unmöglich. Oh, okay. Das Team ist auf jeden Fall besser als meins, was nicht gerade schwer ist. Ja! Hurra! Hier bin ich der Boss! Ah, der tut weh, der tut weh. Es fühlt sich an, als hätte Griezmann den Ball direkt gegen meinen Arsch geschossen. So sehr tut das weh. Leck meine Eier. Ah, sehr schweres erstes Spiel. Aber immerhin haben wir es irgendwie geschafft, ein Upgrade zu bekommen. Hätte auch sein können, dass wir 10 Spiele ohne ein einziges Tor bleiben bei dem Team. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass das Upgrade auch gut ist. Hey, fangen wir an mit der Position. Komm schon. Es ist... Oh, Stürmer! Ja! Besser geht es nicht. Und jetzt hoffen wir natürlich auch auf ein gutes Upgrade. Let's go. Wenn jetzt ein Bronze kommt, das wäre das Schlimmste. 500k-Stürmer! Yeah! Damit haben wir einiges an Optionen. Dann schauen wir mal kurz, wer das Tor geschossen hat. Es war Mumbanga. Deswegen bleibt auch Mumbanga im Team. Wir sagen Tschüss zu Essende. Wir haben 500k, um einen Stürmer auszuwählen. Wir haben die Auswahl zwischen Robin van Persie, Rafael Leao und Hugo Sanchez. Und weil eine Icon immer viel teurer ist, weil sie einfach nur eine Icon ist, nehme ich clevererweise Rafael Leao. Denn er ist der Beste dieser drei Spieler. Und boom! Rafael Leao ist im Team, Baby. Kann Rafael uns ein Tor schießen? Auch wenn seine Mitspieler Kacker sind? Los geht's, Baby! Da ist er direkt am Ball. Rafael! Direkt in der 4. Minute. Und deswegen habe ich dich ausgewählt, mein Freund. Der muss rein. Keine Warnung, wer links Mittelfeld ist, aber der muss rein. Komm mal, Alicia. Ja, Alicia. Ja. Zeig mir dein Jubel. Zeig mir dein Jubel. Das ist nicht Alicias Jubel. Rafael Leao. Ich glaube es nicht. 3 Upgrades und ich sage nicht nein. Wir können die auch gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Die Weekend League Quali wird viel schwieriger als Division 6. Position? Es könnte theoretisch wieder Rafael Leao aus Position kommen. Kommt es aber nicht. Linksverteidiger. Und jetzt hoffentlich ein gutes Upgrade. Wir haben Roussillon, der ist eigentlich sehr gut. 50k. Ich sag nicht nein zu 50k. Für 50k gibt es leider niemand Krasses. Der beste Spieler ist Davies für 25. Und Fonsi ist im Team, meine Freunde. Aber wir haben noch 2 Upgrades. Upgrade Nummer 2 wird sein... Oh, es ist der andere Stürmer. Und wir dürfen ihn austauschen mit 200k. Das ist sexy. Oh! Messi kostet 214k. 14k zu viel. Wir können Crespo holen, die Diogo Jota SBC machen oder Morientes holen. Und dann habe ich einfach mal kurz die Diogo Jota SBC abgeschlossen. Alles fürs Video. Also lasst unbedingt einen Daumen nach unten da. Nächstes Upgrade. Beziehungsweise das letzte vorm nächsten Spiel ist unser LM. Genau das habe ich mir gewünscht. Und wir dürfen ihn ersetzen mit... Bitte nicht Bronze. 100.000 Münzen. Was kann man mit 100.000 Münzen machen? Schauen wir mal nach. Wie wir hier sehen, haben wir viele Optionen. Und ich werde mich das erste Mal für die günstigste Option entscheiden, weil das ist ein direkter Link zu unserem neuen Diogo Jota. Also tschüss, Gori. Und hallo, Luis Diaz. Und mit diesem Team gehen wir jetzt ins Spiel Nummer 3. Oh mein Gott, ein großer Fehler von mir. Und es steht 1-0 für den Gegner. Dann jubelt er auch noch so dreckig. Dann jubelt er auch noch so dreckig. Oh mein Gott, Bruder. Glück. Glück.
Ja, jetzt habe ich noch 4 Minuten. Ich habe ein Tor gemacht, ein Upgrade und ich habe noch 4 Minuten, dem Typ zu zeigen, was es heißt, FIFA zu spielen. Er spielt auf Zeit, oh mein Gott. Das beste Team und das schlechteste Ergebnis. Okay, mal schauen, was für Upgrades wir bekommen. Am besten die Verteidigung mal. Boah, ja, Außenverteidiger ist nicht so wichtig wie Innenverteidiger, aber ich habe danach gefragt und ich habe es bekommen. Und womit dürfen wir upgraden? Wir schauen nach. 10k? Das ist das zweitschlechteste. Das heißt, mit den Spielern dürfen wir unser Team upgraden. Und ich nehme von den Spielern einfach mal Llorente. Da ist mir Alexander Arnold für die Chemie zu schlecht. Ey, unser Team hat so ein leichtes Muster. Die komplette Mitte besteht aus Silberspielern, was eigentlich gar nicht gut ist. Aber wir haben noch 2 Spiele, um uns vorzubereiten für die Weekend League Quali. Das Wichtigste, was es am Anfang von FIFA überhaupt gibt. Ja! Und da ist endlich das erste Tor. Puh. Zum Glück habe ich Raphael. Und direkt das Gegentor hinterher. Digga, Bruder, wie kann man so Glück haben? Brauch neue Mittelfeldspieler, unbedingt. Komm schon, Alicia. Ja! Zweites Tor heißt ein Upgrade und unentschieden gerade in dem Spiel. Ja! Letzte Minute Tor für mich mit Diogo. Die SBC hat sich gelohnt, anscheinend. Gewonnen. Einfach besser, Digi, ne? Und das bedeutet 3 Upgrades, Baby. Brauche unbedingt Mittelfeldspieler, komm schon. Oder Innenverteidiger, bitte. Oh ja, bitte, bitte. Ja! Genau das habe ich mir gewünscht. Und jetzt ein bisschen was wert. Shit. Nur 20k. Egal, besser als gar nichts. Von Koch bis Konaté ist alles drin. Und bam! Konaté ist drin. Schöner Liverpool-Link. Diogo Jota hat volle Chemie mittlerweile. Sein linker Platz ist frei. Ich wünsche mir noch einen Innenverteidiger herbei. Komm schon, Baby. Oh, nein. Der Linksverteidiger kriegt ein Upgrade. Also, Alphonso Davies kriegt ein Upgrade. Und zwar um 200k. Das heißt, wir können uns entscheiden zwischen Alaba SBC, Di Marco oder Mondi. Und ich habe tatsächlich alle in meinem Team. Weil ich einfach weiß, wie gut er ist, werde ich mich für Mondi entscheiden. Wichtiger OP-Spieler. So, und jetzt unser wichtiges letztes Upgrade. Hoffentlich Innenverteidiger oder ZM. Das brauchen wir nochmal. Für das letzte Vorbereitungsspiel. Ja! Oh, 500k! Genau das wollte ich. Wir dürfen uns zwischen Rijkaard, Cannavaro, Vidic und Van Dijk entscheiden. Und Van Dijk würde mit Liverpool sehr krass linken. Aber eine Icon, die echt nicht schlecht ist, würde hier auch echt gut tun. Und ich habe ihn vermisst. Ich habe ihn lange nicht mehr gespielt. Rijkaard, wir testen dich mal wieder aus. Tschüss, Nage, du. Oh, und Rijkaard, unser fliegender Holländer, ist im Team. Jetzt sieht unser Team so nackt in der Mitte aus. Aber schon viel besser als vorher, Baby. Letztes Vorbereitungsspiel vor der Weekend League. Okay, ich kann das schaffen. Ich kann das schaffen. Oh mein Gott, er hat mich weggedrängt, als wäre ich nichts. Er hat mich auseinandergenommen. Er hat mich auseinandergenommen. Digga, was macht er mit mir? Let's go, da bin ich. 1-3, ich hole auf. Am Ende 10 Eno-Tore, aber mir gefällt das nicht, dass die Spiele immer schwieriger wurden. Oh mein Gott, Bruder, wie kann man so krass Glück haben, Bruder? Bam, bam, das sind richtige Tore. Hier bin ich der Boss. Das sind richtige Tore, Mann! Was war das für ein Tor? Ich kann nicht mehr. Ja. Und ich bin wieder am Leben. 2 Tore, um auszugleichen. Ich habe ordentlich auf die Schnauze bekommen, aber trotzdem haben wir 3 Upgrades. Darüber müssen wir uns freuen. Ich habe aber Angst vor der Weekend League Quali. Gib mir wenigstens einen Mittelfeldspieler. Komm schon. Ja, bleib auf ZM, bitte, 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 bitte! Ja! So ein Glück. Und jetzt gib mir alles außer Bronzekarte. 100k nehme ich. Nehme ich. Für 100k kriegt man einen De Jong, einen Barella, einen Nur oder Guijaro. Und Guijaro, meine Freunde, ist underrated. Bam. Ein Upgrade bleibt mir noch. Wenn ich nochmal Mittelfeld bekomme, dann wäre das mein Traum. Und es landet nicht nochmal auf Innenverteidiger. Okay, zeig mal her. Wen können wir hier bekommen? Nein. Oh mein Gott. Niemals. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Bronzespieler. Wir müssen Konaté wieder verkaufen und müssen ihn mit Will Wright ersetzen. Ich glaube das nicht. Damit gehen wir in die Weekend League Quali. Ich bin ready. Let's go, Baby. Wir schaffen das auch mit einem katastrophalen Team. Let's go. Wir schaffen das. Zeig mir sein Team. Okay. Okay? Ich bin nervös, ich bin euch ehrlich. Wenn man das verliert, dann muss man die Division Rivals eine Woche lang wieder komplett durchspielen. Ja! Ja! Oh mein Gott, Raphael! Oh mein Gott, let's go! Ich hätte nicht gedacht, dass ich es wirklich schaffen kann. Scheiße.
Zu früh gefreut. Nicht zu früh gefreut, nicht zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Bruder, und er macht den Gritty, ne? Ich bin so sauer gerade, ne? Ich bin so sauer. Obwohl er 2-5 gewonnen hat, war das kein verdienter Sieg. Eine weitere Niederlage und ich bin raus aus der Weekend League. Nice. Bro, warum mache ich das überhaupt? Zweiter Gegner. Oh, Mann. Ja! Es geht in die Verlängerung. Ey, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich weiß nicht so recht, ob ich das aushalte. Irgendwie habe ich es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft. Er macht greedy. Das dritte Spiel habe ich dann verloren und dann hieß es, ich darf nur noch gewinnen. Niemals. Ich habe schon 1-0 geführt. Sein Internet ist abgebrochen. Ja. Let's go, baby. Let's go, Raphael. Bruder, wieso kriegt er den Rebound? Warum bewege ich den Torwart und er kriegt trotzdem den Rebound? Ich finde das nicht fair, ehrlich. Ich hatte ein gutes Gefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl. Ich habe einfach Kopfballtor gemacht. Spiel ist vorbei. Ich habe es einfach geschafft. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das war knapp. Ich habe es aber mit dem Team geschafft. Ich habe das Champions-Finale erreicht und ich sollte eigentlich auch ein paar Packs bekommen, oder? Ich bin qualifiziert für die allererste Weekend League. Und wir öffnen mal die Packs, die wir bekommen haben. Niemals! Kein Walkout aber. Oh mein Gott! Einfach ein Road to the Knockout. Wer ist das? Damit habe ich echt nicht gerechnet. 84er Posch. Niemals. Walkout, bitte. Sturm. Šeško, Benjamin Šeško. Oh, wow, wow. Oh mein Gott, Bruder. Noch einer. 86, der hat sogar gute Stats. Ohne Spaß jetzt. Ich habe mir fast in die Hosen gepisst. 100k. Hoho. Niemals. 100k. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bitte abonnieren. Wenn man etwas Schlimmes macht, man erzählt weiter. Aber wenn man etwas Gutes macht, erzählt keiner weiter. Danach lebe, wie du willst.